Ich begrüße euch zur Mini-Kräuterkunde und habe es mir hier gemütlich gemacht unter unserer kleinen Buche. Ich sitze quasi in der wilden Ecke. Wir haben hier so verschiedene Beete im Kräutergarten und das ist die wilde Ecke. Und ich stelle euch einen wilden Gesellen vor, der sogar noch unterm Schnee wächst. Das ist die Vogelmiere. Besonders im Januar, Februar, März, April, also wenn die anderen Pflanzen oft nicht sind, wächst die Vogelmiere. Die wächst wie verrückt. In den Rosen, in sämtlichen Bottichen und Pflanzenkübeln. Und manche Leute wissen gar nicht, was sie für Schätze da haben. Die Vogelmiere ist im zeitigen Frühjahr hat sie ganz, ganz viel Vitamin C und Schleimstoffe. Und die sind besonders wichtig für unsere Lunge. Wir brauchen Schleimstoffe, wenn wir Husten haben und wenn die Lunge beruhigt werden soll. Also die Vogelmiere habe ich quasi seit Februar immer schon gegessen, in Salat und so meine Methode Hand in Mund. Das ist so Salat und Hand in Mund, man kann auch Smoothies machen. Aber was ich euch an dieser Pflanze noch mal zeigen möchte, ist Folgendes. Wir können unsere Wildkräuter in Smoothies, in Suppe, in Salat machen. Und ich zeige euch hier noch mal etwas, was ich auch gerne mit der Vogelmiere mache. Und zwar das grüne Lebenswasser. Smoothie weiß jeder, wie es geht. Also da macht man noch Banane rein und alles Mögliche. Da kommen unendliche Zutaten. Aber ich habe die Vogelmiere gemixt nur mit Wasser. Also die Vogelmiere mit Wasser mixen. Ihr könnt das übrigens mit jeder Pflanze machen. Ne? Also einen halben Liter Wasser und ein, zwei Hände Vogelmiere oder die Pflanzen, die ihr habt. Und dann habe ich dieses Gemixte durch ein Sieb gegossen. Und nur dieses grüne Wasser, das ist quasi wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so eine Infusion. Das geht ganz schnell in den Körper und das könnt ihr so mal als Kur öfter mal in der Woche oder im Monat trinken. Und dieses, was da so übrig bleibt, könnt ihr in die Blumenkästen zurücktun oder ihr könnt es auch in Kräuterquark machen oder in die grüne Soße. Wisst ihr, im Smoothie habt ihr alle Ballaststoffe mit drin. Das ist auch gut, aber da muss der Körper erst mal arbeiten, um die Ballaststoffe zu verdauen. Und das ist sozusagen eine ganz exzellente, wenn ihr mal Schnellkraft haben wollt. Das ist sozusagen mein grüner Lebenselixier. Und wisst ihr, wenn ihr das wie so ein kleiner Obelix-Trank, dann habt ihr viel Kraft und Energie und vor allem ganz schnell verfügbare Mineralstoffe. Ich würde euch sehr ermutigen, diesen grünen Lebenstrunk mal zu probieren. Auf das Leben! Lasst es euch gut gehen!